Ein AMD-Prozessor in einem 13-Zoll-Notebook, was bis vor wenigen Monaten absolut unmöglich schien, ist heute Realität geworden. Das Lenovo IdeaPad 720S ist das erste dünne und leichte 13-Zoll-Notebook mit einem AMD Ryzen 5 2500U-Prozessor. Und das allein ist schon ein Grund zur Freude, auch wenn man kein hartgesottener AMD-Fanboy oder Fangirl ist. Denn wenn man sich anschaut, welche Auswirkungen die Ryzen Desktop-Prozessoren auf die Preise hatten, dann kann man gar nicht anders, als sich über die neue Konkurrenz zu freuen. Das Lenovo IdeaPad 720S ist ein wirklich dünnes und sehr leichtes Notebook mit einem Gewicht von nur 1,14 Kilogramm. Es ist in ein solides Aluminiumgehäuse gehüllt, das zwar noch als hochwertig zu bezeichnen ist, aber nicht ganz so robust wirkt wie beispielsweise ein Surface Laptop. Um die sehr geringe Tiefe erreichen zu können, musste man bei der Robustheit des Aluminiums kleine Einbußen vornehmen, die sich allerdings in Sachen Qualität keineswegs bemerkbar machen. Es verfügt über alle Anschlüsse, die man im Alltag braucht, jedoch vermisse ich persönlich etwas den Micro-SD-Kartenslot. Dank zwei USB-Typ-A sowie zwei USB-Typ-C-Ports, von denen einer zum Laden verwendet wird, ist man aber im Alltag wirklich gut bedient. Man sieht dem Notebook äußerlich aber nicht an, dass da ein AMD-Prozessor drinsteckt, und das ist eine gute Sache. Das Display besitzt einen sehr schlanken Rahmen, was das schlichte Design des Notebooks zu einem echten Highlight macht. Der Rahmen besteht zwar aus Polycarbonat, aber dadurch, dass er eben derart dünn ist, merkt man davon kaum etwas. Das matte Full-HD-Display bietet eine gute, wenn auch etwas blasse Farbdarstellung und dank der verwendeten IPS-Technologie auch eine praktisch perfekte Blickwinkelstabilität. Trotz der matten Oberfläche ist das Lenovo IdeaPad 720S nicht das perfekte Gerät für das Sonnenlicht, denn da spielt die Helligkeit nicht ganz mit. Während der Surface Laptop oder das Dell XPS 13 auch im Sonnenlicht noch durchaus gut benutzbar sind, kann man das Lenovo IdeaPad 720S eher gut im Schatten verwenden. Im hellen Innenraum reicht die Helligkeit aber problemlos aus. Das Tippgefühl der Tastatur am Lenovo IdeaPad 720S ist gut, wenn auch der Hub vergleichsweise gering und die Verarbeitung der Tasten nicht ganz perfekt ist. Etwas gewöhnungsbedürftig ist auch die Form der unten leicht abgerundeten Tasten und der etwas große Abstand dazwischen. Das hat man aber nach kurzer Zeit raus und kann damit sehr schnell tippen. Das Notebook hat nicht die beste Tastatur der Welt, aber jedenfalls ist sie noch sehr gut. Deutlich besser ist aber eindeutig das Touchpad, bei dem Lenovo wirklich alles richtig gemacht hat. Es ist das erste Touchpad in einem Windows 10 Laptop, das auch mit der Standardgeschwindigkeit für mich ausreichend schnell ist. Es ist sehr präzise, zuverlässig und funktioniert einfach perfekt. Das Touchpad auf einem MacBook oder einem Surface Laptop ist entweder gar nicht oder nur geringfügig besser. Eine unglaubliche Leistung hier von Lenovo, so ein gutes Eingabegerät zu verbauen. So muss das sein. Das Touchpad eignet sich problemlos für Foto- und Videobearbeitung, welche auch das Lenovo IdeaPad 720S leistungsmäßig ohne weiteres hinbekommt. Weniger aufwendige Full-HD-Videos können auf dem AMD Ryzen 5 Modell bearbeitet werden in Premiere und das auch ganz ohne Probleme. Die Performance im Alltag ist natürlich perfekt und es lässt sich von unzähligen Chrome-Tabs, Word-Dateien und mehreren Hintergrundprogrammen überhaupt nicht ausbremsen. Die Performance ist zwar laut Benchmarks etwas schlechter als beim Intel Core i5 8250U, aber im Alltag macht sich das kaum bemerkbar. Und das IdeaPad 720S mit AMD Ryzen 5 ist auch überraschend ausdauernd. Während Lenovo hier 7 Stunden Akkulaufzeit verspricht, kamen wir in unserem standardisierten Akkutest auf stolze 8,5 Stunden bei mittlerer Helligkeit und durchschnittlicher Benutzung. Das ist ein wirklich guter Wert, besonders in Anbetracht der Tatsache, dass ein AMD-Prozessor drinsteckt. Die Hitzeentwicklung war nicht auffällig und das Notebook blieb im Alltag auch außerordentlich ruhig, teils auch leiser als viele Intel Ultrabooks. Eine sehr große Schwäche hat das Lenovo IdeaPad allerdings doch und das ist leider der Sound. Obwohl an der Front das JBL-Logo zu sehen ist, hat die darin verbaute Einheit wohl eher nichts mit dem Hersteller zu tun. Die Lautsprecher sind ziemlich leise, sodass etwas leiser aufgenommene YouTube-Videos zum Beispiel auch bei voller Lautstärke nur im Innenraum gut zu hören sind. In der Regel ist das kein Problem, allerdings muss man beim Serienschauen beispielsweise auf die Chips verzichten. Das IdeaPad 720S von Lenovo macht einige Dinge ein bisschen falsch. Die Tastatur ist nicht die beste auf dem Markt, das Display ist im Sonnenlicht kaum ablesbar und die Performance des Ryzen 5 Modells hinkt der direkten Intel-Konkurrenz etwas hinterher. Aber das Gesamtpaket macht es dennoch zum besten Notebook unter 900 Euro. Denn keine Komponente des Lenovo IdeaPad 720S ist wirklich schlecht. Sie ist einfach nicht ganz so gut wie beim Surface Laptop, der aber trotz der schwächeren Hardware
deutlich mehr Geld kostet. Dem MacBook Air ist das IdeaPad 720S haushoch überlegen. Am Ende bleibt das Lenovo IdeaPad 720S bei der ganzen Konkurrenz als bestes Gerät übrig. Mit seiner guten Tastatur, seinem phänomenalen Touchpad, seinem guten Display und seiner guten Akkulaufzeit. Es hat einfach keine Mängel, die man als Dealbreaker bezeichnen würde, und das macht es in gewisser Weise wirklich, wirklich gut.